Frohe Ostern, frohe Weihnachten und alles Gute zum Geburtstag. Das sind so Nachrichten, die kriegen wir jedes Jahr wieder. So, es gibt jetzt drei Möglichkeiten, was ihr tun könnt, wenn ihr mal wieder so eine Nachricht kriegt. Die erste ist am meisten verbreitet. Und zwar schreibt ihr jeder dieser Nachrichten die gleiche Antwort immer und immer wieder zurück. Die ganz Schlauen sind aber schon einen Schritt weiter. Und zwar bei Möglichkeit 2, Copy and Paste. Einfach einmal schreiben und zack, jedem die gleiche Nachricht. Halten, einfügen und senden. Das Schlauste machen aber die wenigsten. Einfach Shortcuts nutzen. Bei iPhones geht ihr dafür in die Einstellungen. Dann auf Allgemein, auf Tastatur und dann auf Textersetzung. Unter Android haltet ihr das Komma gedrückt, geht dann auf Wörterbuch, mein Wörterbuch und dann eure Sprache. Bei beiden habt ihr oben rechts dann so ein Plus, wo ihr alle Texte, egal ob Geburtstag, Weihnachten, Ostern und so weiter, einmal eintippen könnt und dann die Taste, womit ihr da hinkommt. Nehmen wir für Ostern mal die Taste 1. Ab jetzt müsst ihr nur noch die 1 drücken und habt diesen Text für immer bereit.